über S54 Sechszylinder, GT3 RS Motoren, alles dabei hier heute. Bombenwetter. Ja, der Kombi ist auch schon nicht schlecht, das ist schon cool irgendwie. Dass der hier mitfährt, ne? Ja. Ja, jetzt rote Punkte leuchten, ja. So, dann viel Spaß. Mach. Danke. Hier ist kein Druck mehr drauf. Hier ist ein bisschen Druck, aber Fakt ist, den Temperatursensor, wie gesagt, der sagt, es ist knallheiß. Ich bin extra rausgefahren, weil die Temperaturanzeige schon nach der ersten Runde hochging. Hier kannst du mal vorsichtig aufdrehen, hier kann kein Druck mehr drauf sein da. Nur vorsichtig, wenn da jetzt heiße Luft kommt, ne? Ansonsten gebe ich den Handschuh. So, wir haben kurz nach der Mittagspause. Wir haben das Auto jetzt mal angebockt, haben mal den Kühler demontiert und haben das Ganze mal entlüftet. Und ja, jetzt scheint es, dass er seine Temperatur doch wieder behält. Also Luft war ohne Ende auf jeden Fall im Kühlkreislauf drin. Ob das jetzt hält und funktioniert, müssen wir gleich feststellen. Ihr seht, ich durfte hier schon wischen, also Arbeit habe ich genug gehabt. Ja, Ben ist natürlich mit dem Auto hier am Start und nimmt uns gleich trotzdem mal auf dem zweiten Sitz mal ein Ründchen mit. Ist ja auf jeden Fall mal interessant, hier so ein VT2 Auto in Spa. Ja, und jetzt fährt hier die Gruppe 1 und dann kommen wir direkt danach als Gruppe 2. Ja, ja. Die Mechaniker hier wieder reparieren. Ja, das sehen wir ja jetzt, ob es auseinanderfliegt oder nicht. Also wenn ich zweite Kurve jetzt in der Wand hänge, dann ist auch Kühlmittel ausgetreten. Ne? Ja. Ja, schauen wir mal. Wir sind in 12 Minuten dran. Ja.
Boden nichts. Jetzt hat er schon ein bisschen Wasser wieder auf die Scheibe gespült, jetzt wird auch heiß. Also das Auto, das fährt ja absolut vertrauenswürdig. Da braucht man sich ja gar nicht für mehr zu machen. So, wenn er die Temperatur behalten hätte, ich habe schon die Heizung voll angedreht, damit der große Kühlkreislauf läuft. Ich wette, ich habe nicht immer wäre nach einer Runde schon heiß gewesen. Jetzt bin ich immer in 4 Runden gefahren, 3 gingen dann gut. Ne? Und die ersten beiden Runden, die Corvette oder der 997 Porsche, so viel schneller waren sie nicht. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt der mit der Corvette? Aber der wollte gar nicht überholen. Ne? Ja. Also die geht schon die Kiste. Ah ja, dann weiß ich, was wir zu tun haben. Aber ja. Aber Auto fährt super schön. Also damit mal Nordschleife fahren, das ist absolut kein Problem. Ne? Ja, ja, ja. Also das ist ja sehr sicher auch im Straßenlage gut. Ne? Setup ist toll, das macht Spaß. Ich meine, das Auto hat wenig Drehmoment, kleiner Motor, aber dieses Drehen und das Schaltgetriebe ist auch schön, das schaltet sehr schön auch. Ne? Ja, ja, ja. Man muss ein, zwei Mal damit fahren, um sich zu gewöhnen. Ich fand es jetzt schon total problemlos. Ne? Ja. Tja. Was willst du machen, ne? Ich will schon ein paar Runden sagen. Tja, Leute. So ist das. Aber Kühler ist noch ganz. Kühler ist ganz, ist nichts geplatzt. Ja. Wassertemperatur ist wieder hochgegangen jetzt nach 4 Runden. Ihr habt es ja gesehen. Ja, so, wird gemacht. Fertig. Es war ein Versuch wert, entlüftet haben wir, aber was will man machen, ne? So sieht's aus. Ja. So. Da sind das Ohrenteil nicht mehr, da wird's ja noch leichter rauskommen, ne? Schöner E46 gemacht. Ja, ist auch perfekt hier, dass die mit ein bisschen Abstand, sag ich mal, voneinander starten. So kann jeder hier schön frei seine Runden drehen. Unsere Gruppe ist eh jetzt nicht so voll mit den Wagenpass und Rennfahrzeugen. Ja, guck mal hier. Ja, Clio Cup. Schon eine ganze Ecke langsamer. Schauen wir mal, der Pult, der da jetzt kommt, das ist schon relativ voll hier. Ne? Haben wir auch unsere Corvette mit dabei. Ich hä? Nicht ach, klar. Scheiße, Hinterachse. Ja. Und nicht so viel hinten auf Führlenkern drauf. Ja. Karosseriemäßig hatte ja gar nichts. Gar nicht. Ist voll aufs Rad gegangen da, ne? Ja. 991 Cup, böse Leute heute. Ja. Ja, unser Auto, ihr habt es gerade gesehen, 4 Runden nach meinem Entlüftungsversuch. Lief alles gut, auch temperaturmäßig. Ja, und jetzt läuft er wieder über. Ja, was will man machen? Muss einmal neu die Thermik hier und dann fährt das Auto echt schön. Macht schon Spaß. Also da kann man ja jetzt nichts sagen. Ne? Ja, 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 der läuft über, weil es zu heiß. Ne? Den hatte ich bis heute noch gar nicht so auf dem Schirm, den S2000 hier. Zwei Kochemer, also auch der Scirocco. Auch drei Cayman nochmal. Ich glaube, das ist eine ganze Truppe hier. Ja, der Kompakt ist irgendwie cool, also muss man schon sagen. Sieht nicht schlecht aus. So ein bisschen funkelnden Lack. Ja, schön. Wie gesagt, wir werden hier auch gut versorgt. Wer noch Rennequipment braucht, steht hier immer was. Hier schauen wir gerade mal auf Rouge und Radior.
ist natürlich schon mal wieder was anderes hier als immer Nürburgring. Ist auch echt schön. Ja, und die Autos sind aus der Box raus. Jetzt geht's hier los. Ja, schon cool. Hier unten wird auch ein bisschen was aufgeladen. Ja, manchmal darf es auch ein Kombi sein. Das klang so ein bisschen nach 318 IS. Ich will dem Mann jetzt nicht zu nahe treten. Ne? Ja, manchmal muss es auch ein Selbstzünder sein. Ein Drehmoment, um hier bergauf zu fahren, hat er dann ja mit Sicherheit genug. Auch schön, wie gesagt. Ja, der war schnell unterwegs hier mit der Feuerwehrstartnummer 112. Aber der ist nicht zimperlich gefahren. Das war gut. Bremse hat auch mitgemacht. Haben die ja schon mal serienmäßig ein bisschen Probleme mit. Aber der hat gut gehen lassen. Der gelbe Cayman GT4 war auch nicht flotter, ne? Also schön, gut gefahren. Ja, unten im alten Fahrerlagerbereich, da stehen ja auch noch ein paar Autos. Hier wird jetzt auch angegast mit dem Vantage. Ja, und der Megane S dreht auch beharrlich seine Runden. Die sind immer unterwegs. Ah, der hat Gruppe 1 und 3. Also der kann dann in jeder Gruppe fahren, die quasi nicht für die Rennen- oder Wagenpassfahrzeuge vorgesehen ist. Ja, das Glück hatten wir ja leider nicht. Wir hatten nur eine Gruppe. Letzten Endes war es jetzt nicht schlimm durch unseren Ausfall mit der Wasserpumpe. Da haben wir uns einmal Startgebühr gespart. Hier die Gruppe 1, die quasi schon wieder im Vorstart ist und nee, überhaupt nicht. Und dabei sind quasi jetzt auf die Strecke zu fahren. Ja. Ja, hier gibt es immer letzte Instruktion hier vom Hannes Scheid. Dann hast du denen jetzt erklärt, wo sie rechts und links fahren müssen, ne? Oh, läuft alles, ne? Ja, ein bisschen heiß, oder? Ja, gut. Immer wieder mal langsam fahren. Ja, Honda E-Type R, Cup 2 Reifen drauf. Ich sehe, da vorne ist auch schon eine Änderung bei der Scheibe gemacht worden. War ja sonst eine gelochte Scheibe hier drin. Ja, schöner E36. Hat auch vorne ein üppiges Rad drauf, wie man da sieht. Ja, der ist natürlich auch toll hier, ne? Der Bastos Porsche. Hier haben wir einen kleinen Clio S. Sehr geil. 318T. Ja, die geben sich ganz gut. Ja, der 944 ist auch schon schön, da gibt's ja nichts, ne? Er hat gerade schön einen hingesetzt hier. Ganz gut quer gegangen da. Ja, das ist die Gruppe der Straßenwagen.
14:30 ist jetzt großes Einpacken hier. Gute Laune bei unserem Sylter Jungen. Mit dem schönsten Poloshirt von ganz Spa-Francorchamps. Ja, was will man machen? Dem ist der blaue 91 Cup eben hinten aufs Rad, wie gesagt, gefahren. Das Auto, was wir vorhin schon in der Kamera hatten, wo ich sagte, ey, das ist mega fett, cooles Auto.